Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Also. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit jemandem abhängen, sagt man doch da, oder? Nein, Carsten, da gibt es gleich Ärger später, glaube ich. siehst du mal. Naja, Smash hat sich auf jeden Fall durchgesetzt mit 43% im Voting, klar gegen seine Konkurrenten. Auf Platz 2 mit 33% bodenlos, bedeutet mies oder unglaublich schlecht auf dem 3. Platz. Ja, mein Favorit, das Wort Macher, Carsten. Du bist ein Macher. Ja, aber wie gesagt, also hier steht auch, dass das heißt, dass man mit jemandem abhängen will. Das sagen die Jungen. Also, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zusammenarbeitet und dass man, wie gesagt, naja, das ist halt die Jugend. Ich bin raus aus dem Alter, ne? Ich auch. Da sollte man sich zurückhalten, genau. Es kann nur schief gehen. Welches Wort benutzen wir heute für das Wetter? Mit welchem Wort lässt sich das Wetter? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich meine, im Fokus steht natürlich die Sonnenfinsternis, Carsten. Ja, hast du dir schon eine Brille besorgt? Genau, wir smashen heute. Das Sonne. Ich sage jetzt erstmal gar nichts mehr die nächste halbe Stunde.